Tag Leute und willkommen zum Flughafenfeuerwehrsimulator 2013. Es geht weiter. Und in der letzten Schicht haben wir unseren zweiten unfallfreien Tag hinter uns gebracht. Unglaublich. Ich glaube, ich könnte die Tastatur küssen. Nein, ich lasse es lieber. Ich küsse die Tastatur lieber nicht. Das ist ein bisschen ekelhaft. Ich meine, wenn man wissen, was da dran ist und drauf ist und diese Chemikalien und... Oh mein Gott, ich könnte Atome berühren. Gut, ich berühre immer Atome, wenn ich drauf drücke. So ein Scheiß. Soll ich vielleicht nicht Guten mehr auf die Morgen, Tastatur Männer. Drücken? Frauen sind ja nach wie vor keine anwesend. Aber wir machen schon das Beste daraus. Was? Zunächst kann ich gefunkelt werden? Feuerwehrmann-Anwärter. Also das Scheiße. Fahrzeug könnte übrigens mal... So, das war's auch schon. Alle Mann ab an die Arbeit und passt auf euch auf. Warum geht das nicht? Mit auch eine Frau hier haben. Hallo. Frauen, wo seid ihr? Das ist ja schade. So ein Kacker wäre auch. Also. Liegt. Aha. Morgen. Der linke Blinker funktioniert nicht. Der linke Blinker funktioniert nicht. Also mit einer eleganten Drehung hier vor die Werkstatt, dann holen wir uns gerade mal, dann können wir gerade mal, wenn ich den jetzt hier schon, fahre ich den jetzt hier einmal rein. Dann nehmen wir jetzt hier noch unseren WLAN-Schlauch. Man sieht, WLAN-Schlauch, ist kein Kabel dran. Reinigen damit jetzt mal das Fahrzeug. Vielleicht hätte ich erst reparieren sollen, kann das sein? Wenn jetzt gleich ein Auftrag reinkommt, dann habe ich dann immer noch ein kaputtes Auto. Vielleicht gar nicht mal so geschickt, kann das sein. Einsatzbefehl für Florian 1. Im Außenbereich des Sportflugplatzes wurde ein Alarm. Ja. Florian 1 verstanden. Ich muss jetzt aber noch mein Auto kurz reparieren. Reparieren! Reparier die Karre! Wir haben keine Zeit mehr. Diese realistische Simulation des Daches. Das schwimmt. Unglaublich. Das ist so realistisch. Ich weiß gar nicht mehr, was ich tun soll. So eine realistische Simulation habe ich ja noch nie gesehen. Das ist so unglaublich realistisch. Realistischer ist nur Kim Kardashians Arsch. Ein anderes realistischeres gibt's gar nicht. Aber das hier, das ist ja mal so realistisch, ey. Das ist fast so realistisch. Ha! Ich schmeiß mir hier mit Worten um sich. Exakt, ich schmeiß hier mit Worten um sich. Ist klar, warum nicht? Warum nicht? Ich schmeiß hier mit Worten um sich. Bam, Junge. Guckst du. Ich weiß, wovon ich rede. Manchmal. Wenn ich gerade schlafe. Florian 1 an Leitstand, melde Fahrzeug am Einsatzort eingetroffen. Ist aber auch nichts passiert, wenn man da mit 100 km/h gegen rast, ne? Das ist auf jeden Fall fast so realistisch wie das Dach. Da oben sehen wir ein Flugzeug oder den. Da haben wir wieder eine realistische Simulation eines Daches. So, der Aschebecher noch. Die Zigarre da drin ausdrücken. Florian 1 an Leitstand, melde Fahrzeug frei auf Funk. Die irgendeinen Vollpfosten da reingeschmissen hat. Zum blöden Raucher. Immer wieder die. Ich kenne sie doch, ich kenne sie doch. Also, ich glaube, ich muss da. Klar muss ich nur da, ich weiß immer, wo ich hin muss. Was ist das für ein Haus? Ich möchte jetzt wissen, was da für ein Haus steht. Das ist auch von Viz Games. Haben die das auch für sich gebaut?
Nee, aber das sieht aus. Sogar mit Fahrradständern hier. Heiliger Bimbam, ey. Und mit... Was ist das? Ist das eine... Ein Blitzableiter? Mein Gott, ist das detailgetreu. Ganz besonders, dass man hier so geil reingucken kann. Unglaublich. Und... Was ist das da? Boah, hier gibt es so coole Dinge zu entdecken, ey. Das ist ja unglaublich. Was ist das da hinten? Die Entdeckungstour geht weiter. Ist das ein Terminal? Ein zweites? Noch steht ein Passagierflugzeug. Wir haben doch schon ein Terminal. Das ist auf jeden Fall ein Hangar. Und was haben wir dann hier? Parke ich mein Auto einmal kurz. Ah, das sieht mir nach einem Frachthangar aus. Das Flugzeug ist despawned. Das ist auf jeden Fall so ein... Reparaturhangar. Da links, da. Da, wo das große Flugzeug vorsteht. Ich habe gerade mit dem Finger dahin gezeigt, aber ihr könntet das gar nicht sehen. Das ist voll intelligent, was? Ich zeig da mit dem Finger hin und ihr könnt meinen Finger gar nicht sehen. Ey, boah, bist du blöd. Das ist wieder so ein... Einsatzbefehl für Florian 1. Im Bereich der Fahrzeugtankstelle wurde ein Alarm gemeldet. Hier wurde eine leichte Rauchentwicklung gemeldet. Begib dich schnellstmöglich dorthin. Sollte wirklich ein Feuer ausgebrochen sein, so kümmere dich unverzüglich darum. Florian 1 an Leitstand, melde Einsatz angenommen. Der Penner hat mich jetzt gerade unterbrochen, ich wollte gerade weiterreden. Also, das ist so ein, ich fass mir gerade an die Stirn Moment. Wo man sich die ganze Zeit Florian an die Stirn 1 an Leitstand, melde Fahrzeug am Einsatzort eingetroffen. Das gar nicht mehr aufhört. Ja, so ein Moment. Ah, ich brauche noch einen Schlauch. Zum Abspritzen. Aha! Lustig. Florian 1 an Leitstand, melde Fahrzeug frei auf Funk. Mein Gott, ein Jumbo-Jet. Jumbo-Jet. Das ist auf jeden Fall richtig. Was ist denn hier? Sehr interessant. Was ist das? Da kann ich nicht rein. Das ist unfair. Ach so, das ist dieses Transportteil für LKW-Transport. Die Lagerhalle von dem ganzen Zeug, was die LKWs anliefern. Was haben wir denn dann hier noch alles Schönes? Hier ist ein Flugzeug, da kann ich mal ganz gechillt runterherfahren. Genau. Dann haben wir da noch ein Mini-Flugzeug, was da gerade ankommt. Da kann ich auch ganz gechillt runterherfahren. Das war knapp. Ich hab's gar nicht gedacht, dass das so knapp wird. Startet der jetzt? Der startet jetzt gleich, ne? Er startet jetzt. Oh Gott, jetzt können wir dieses unglaubliche Spektakel mit ansehen. Woohoo! Hebt er irgendwann auch noch ab? Ah, ja, der berühmte Jump-Effekt. I prefer jumping. Den kennen wir noch alle, den berühmten Jump-Effekt. Wenn Flugzeuge einfach plötzlich in die Luft springen. Nein, die heben nicht erst mit den Vorderrädern, mit dem Vorderrad ab. Florian 1 an Leitstand, melde Fahrzeug frei auf Wache. Und gehen dann langsam nach oben. Nein, es ist so, dass die erst ganz lange auf dem Boden bleiben. Auch so ein Mini-Flugzeug bleibt erst sehr lange auf dem Boden. Und dann irgendwann springt es plötzlich einfach in die Luft. Wie ein... Was ist denn das wie ein? Falls ich fragte, ob ich gerade behindert bin. Ja, ich bin behindert. Ich bin nicht nur gerade behindert, ich bin immer behindert. Ich möchte einfach mal durchlüften. Das ist da drin so stickig. Ich weiß nicht, ob ihr das auch merkt, aber das ist unglaublich stickig da drin. Und deswegen... Komm, machen wir Platz, Alter. Deswegen muss ich jetzt einfach mal rein. Komm, machen wir Platz.
Fuß da rein. Es ist unglaublich stickig da drin, aber ich möchte jetzt hier mal kurz. Es ist so kalt und deswegen ein bisschen Gruppenkuscheln. Ich quetsche mich mal zwischen euch beide. Genau. Ja, noch ein bisschen näher ran. Ja, genau. Ja, so ungefähr muss das aussehen. Ja, es war ein bisschen kalt. Es ist ein bisschen kalt hier drin, deswegen muss ich da gerade mal. Ja, so ist das richtig und das Teil muss. Einsatzbefehl für Florian 1. Aus der Haupthalle des Personenterminals wurde ein Alarm. Aha, was machst du jetzt? Eine der Brandmeldeanlagen hat ausgelöst. Begib dich schnellstmöglich dorthin und überprüfe die Lage. Passt auf euch auf. Ah, nee, ich muss da raus. Ihr Penner. Flugzeug 1 an Leitstand, melde Einsatz angenommen. So. Jetzt aber. Ja, das Gruppenkuscheln hat nicht lange gewirkt, ich weiß. Ich musste direkt wieder raus. Ich wurde von meinen kuscheligen Autos getrennt. Oh mein Gott. Gruppenkuscheln! Entschuldigung. Aber ist doch wahr. Ups, das war knapp. Ich muss wieder aufpassen, dass ich nicht über die Huckel des Todes fahre. Nein, die Pöller des Todes waren das. Oder die Todespöller? Irgendwie so was. Wird schon passen, was ich sage. Wird schon nicht passen, was ich sage. So, ist richtig. Super eingeparkt. Mit der kleinen Drehung noch dabei, das passt auf jeden Fall. Wieder zeigen, dass ich angekommen bin. Genau, so muss das am Ende aussehen. Florian 1 an Leitstand, melde Fahrzeug am Einsatzort eingetroffen. So muss es am Ende aussehen. Ja. Ich find's so lustig. Hier drüben! Hey, Alter, Mann. Bleib da nicht zu stehen. Nichts wie weg hier! Hier drüben ist Feuer! Die hatten gerade den Burger Point geräumt und jetzt haben sie ihn wieder aufgebaut. Oh nein! Oh, bei der Bäckerei von Ralf Schmitz brennt's. Was habt ihr denn gemacht? Nichts wie weg hier! Was habt ihr denn gemacht? Warum brennt der Tisch? Aber warum? Leute. Mal ganz kurz. Mädchen, guck dir das mal an. Also, erzähl mir mal ganz kurz, wo das noch realistisch ist. Komm mal mit, komm mal mit. Oh, ist das Leckeres. Hier gibt es Baguettes. Dann gibt es Brötchen. Brot, unser Brot. Dann gibt es Kuchen. Berliner. Croissants. Und halbe Hamburger. Hamburger Patties. Nein, Hamburger Brötchen. Patties ist ja das gleiche. So, Mädchen, also. Du sollst ja mal mitkommen, du stehst jetzt hier neben mir. Danke. Wo ist das noch realistisch? Dieser Tisch ist ganz. Was zum Henker? Warum ist dieser Tisch ganz? Warum ist dieser Tisch ganz? Der brennt. Nebenbei eine Frage, warum sitzt du hier noch, da brennt's? Hä? Ein gescheiter Mensch wäre jetzt weggerannt, aber du brennst natürlich nicht. Nein, ist klar. Also, warum ist der Tisch ganz? Was hast du gemacht? Kommissarin McBlack. Wahrscheinlich hat Kommissarin McBlack auch den... hallo, da bist du ja schon. Wahrscheinlich hat Kommissarin McBlack auch den... Feuerwehr gerufen. Die ist nicht weggegangen. Ist klar, dann macht das nicht. Also, Kommissarin McBlack. Können Sie mir jetzt auch verraten, wo der Alarm ausgelöst wurde? Da hinten beim Burger Point. Sehr interessant. Der BMA-Alarm hat sich bestätigt. Das Feuer wurde erfolgreich bekämpft und der BMA wieder zurückgesetzt. Verstanden. Sehr schön. Ah, diese schöne Aussicht. Jetzt die Flugzeuge vor der Tür.
Hm, vielleicht kann man hier ja auch durch die Decke gucken, geht das? Am besten bei dem gerade verbrannten Tisch. Ich möchte auf dich drauf, verbrannter Tisch. So. Der Tisch ist zu klein, ich möchte auf deine Schultern. Scheiße. Das geht nicht. Verdammt. Ah, ich kann da drauf klettern. Kann ich auch hier drauf? Nein, hier drauf kann ich nicht. Hallöchen. Ich bin mal kurz richtig durchgegangen. Ich glaube nicht, dass das schlimm ist, oder? Ich muss hier drauf. Bin ich schon gerade drauf gekommen. Wie habe ich das gemacht? Ich muss auf die Croissants drauf. Ach Manu, da ist der Bodyguard vom Ralf Schmitz. Kann ich hier drauf? Im Duty Free Shop. Wie ich das ja in einem meiner Videos korrekt erwähnte, so heißt das wirklich, ohne Witz. So spricht man das aus. Das ist korrekt. Ja! Ist geschafft! Und ihr seht, hier ist nix! Jetzt kann man endlich mal sehen, was hier ist, nämlich nix über der Decke. Es ist einfach ein Freiraum, den man nicht sehen kann. Wenn man von da unten guckt. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Ich liebe das, durch die Decken durchzugucken und zu erforschen, was dann da ist. Da? Da ist nichts. Ja? Weiß man von hier unten noch nicht. Aber ist irgendwie auch logisch, dass da nichts ist. Aus nix wird nix. Kann man hier auch durchgucken? Ich denke mal nicht, ne? Nee. Da kommt man ja nicht drauf. Wenn man da drauf kommen würde, dann mit Sicherheit. Wenn man da auf diesen noch drauf kommen würde, könnte ich nicht drauf. Aha. Aber ich komme jetzt da nicht drauf, ne? Nee, geht nicht. Scheiße. Kommt man hier irgendwie drauf? Vielleicht wird das. Warum habt ihr das im Wasser getan? Warum habt ihr den Koffer in Wasser getan? Warum macht ihr das? Verdammt, ich kann auf das Teil nicht drauf klettern. Also nochmal hier drauf. Hier kann ich ja noch nicht durch die Decke gucken. Kann ich auf deinen Kopf? Nee, auf den Kopf von dem hässlichen Mann kann ich auch nicht. Aber ich kann da nicht drauf klettern. Da kann man nicht drauf klettern. Das geht nicht, da kann man nicht drauf. Das ist doch scheiße. Ich möchte drauf klettern. Bisschen schneller. Ich glaube, auf die Kante kann man drauf springen. Nee. Stehe ich genau in der Kante drin. Da kann man auch nicht drauf springen. Ach, so ein Kackendreck. Ich kann nicht durch die Decke durchgucken. So ein Müllchen aber auch. Das ist dir nicht aufgefallen. Ja, komm, halt die Klappe, Chef. Instandsetzung des Fahrzeugs. 100 Punkte. Woohoo! Geil. Also, das war's mit der heutigen Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann drückt den Daumen doch einfach mal nach oben. Richtig. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Wenn wir dann endlich aufsteigen. Ja, 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 danke. Gratuliert mir, das ist super. Danke, tschüss.